Das holländische Rentner-Ehepaar Harry und Truus Langendonk hatten für den Sommer 1997 eine lang ersehnte Auszeit geplant. Jahrelang hatten die beiden hart gearbeitet. Und in diesem Jahr wollten sie sich endlich ihren Traum erfüllen und zu einem mehrwöchigen Campingurlaub aufbrechen. Als sie sich dann im Mai mit ihrem Wohnmobil auf den Weg machten, schien alles perfekt. Doch ihr großer Traum sollte sich stattdessen innerhalb kürzester Zeit zu dem schlimmsten Albtraum ihres Lebens entwickeln. Der 63-jährige Harry war bereits seit vielen Jahrzehnten mit seiner 2 Jahre jüngeren Frau Truus verheiratet. Gemeinsam hatten die beiden 3 Töchter, die mittlerweile erwachsen und ausgezogen waren. Ihr ganzes Leben über waren Harry und Truus gewissenhafte Bürger. Sie arbeiteten seit jungen Jahren hart, sodass sie sich jetzt mit gutem Gewissen zur Ruhe setzen konnten. Die beiden waren schon immer sehr bescheiden. Luxusurlaube kamen für sie nicht in Frage. Damals wie auch im Sommer 1997 nicht. Die Rente hätte eh nicht für mehrere Wochen in einem All-Inclusive 5-Sterne-Resort gereicht und sie wollten für längere Zeit weg. Deswegen entschieden sie sich für eine Reise mit ihrem Wohnmobil. So war auch schon teils der Weg ein Ziel, ein kleines Abenteuer eben. Die Betonung liegt auf klein, denn Truus und Harry reisten gerne sicher und zogen ihre gewohnte Umgebung einem fernen Land vor. Daher planten die Holländer für ihren Campingurlaub eine gemütliche Strecke. Sie wollten von Holland aus über die Alpenstraße bis ins Berchtesgadener Land fahren. Unterwegs wollten sie dann an jedem Ort, der ihnen gefiel, einen Rast einlegen und die Landschaft genießen. Am 28. Mai 1997 verabschiedeten sich die beiden von ihren 3 Töchtern und versprachen diesen, sich regelmäßig zu melden. In den Morgenstunden des 29. Mai luden sie dann ihr Gepäck in ihr Wohnmobil und starteten aus der holländischen Kleinstadt Delden bei Enschede ihre Tour. Der Urlaub war genau so, wie Harry und Truus ihn sich erträumt hatten. Lauwarme Luft, wunderschöne Landschaften und ein gemütlicher Campingwagen, der es einem erlaubte, überall Halt zu machen und in der Ruhe der Nacht und Abgelegenheit der Orte zu schlafen. Schon 2 Tage nach ihrem Start kam das Paar am Bodensee an. Dort verweilten sie einige Zeit und fuhren dann weiter in Richtung Osten. Auf ihrer Kamera fand man zahlreiche Fotos, die die Rentner ausgelassen und fröhlich zeigen. Bilder beim Baden, vom Bodensee oder vom Schloss Neuschwanstein. Sie scheinen glücklich und unbeschwert. Am 6. Juni 1997 kamen sie dann am Chiemsee an und wollten dort für einige Tage bleiben. Das Wetter war gut, die Sonne schien und machte die malerische Uferlandschaft zu einem unvergesslichen Natureindruck. Harry und Truus nutzten das Wetter und gingen viel spazieren. Am nächsten Tag meldeten sie sich bei ihren Töchtern. Sie erzählten ihnen, dass der Urlaub genauso war, wie sie es sich vorgestellt hatten, und sie glücklich waren, ihren Traum in die Tat umzusetzen. Danach gingen die beiden in einem nahegelegenen Restaurant essen und fuhren anschließend Richtung Norden in den Ort Siegesdorf. Von dort aus riefen sie erneut ihre Töchter an. Auch bei diesem Telefonat wirkten die Rentner fröhlich und voller Vorfreude, was ihr Urlaub noch so mit sich bringen würde. Ihre Kinder waren unbesorgt und freuten sich, dass es ihren Eltern so gut ging und die beiden endlich die Zeit füreinander hatten, nach der sie sich immer gesehnt hatten. Nach dem Telefonat fuhren sie weiter bis zu der kleinen Gemeinde Litzelwachen. Gegen 15 Uhr machten sie an einem Waldrand, nur 100 Meter von der Bundesstraße entfernt, Rast. Spaziergänger beobachteten sie noch dabei, wie sie ihre Liegestühle Richtung Waldrand ausrichteten, Kaffee tranken und Kuchen aßen. Es war kurz nach 18 Uhr, als die Bewohner von Litzelwachen durch mehrere Schüsse aufgeschreckt wurden. So berichtete eine Frau, dass sie einen Schuss und anschließend eine Frau schreien hörte. Daraufhin folgten noch 7 bis 8 weitere Schüsse. Keiner der Zeugen konnte den Ursprung der Schüsse ausmachen. Und da zu der Zeit in den umliegenden Wäldern viele Jäger unterwegs waren, hielt es auch keiner von ihnen für notwendig, die Polizei zu alarmieren. Erst Stunden später, in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages, offenbarte sich die Grausamkeit, die sich in Litzelwachen zugetragen hatte. Über 300 Kilometer entfernt, auf einem Wanderparkplatz nähe Nürnberg, war die Polizei wegen eines Brandes alarmiert worden.
Schon von weitem rochen die Beamten das Feuer. Doch das bis auf das Grundgerüst abgebrannte Wohnmobil war nicht das, was ihre Aufmerksamkeit erregte. Vielmehr waren es die beiden verkohlten Leichen, die bis zur Unkenntlichkeit entstellt aus dem Wohnmobil geborgen wurden. Es handelte sich um das noch vor 24 Stunden glückliche Ehepaar Langendonk. Später wurde die Tat von der Polizei wie folgt rekonstruiert. Nachdem Harry und Truus am Waldrand Rast gemacht und Kuchen gegessen hatten, mussten sie von einem Unbekannten überrascht worden sein. Zunächst wurde Harry durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet. Truus schrie und versuchte wegzurennen. Der Täter schoss ihr in den Rücken und brachte sie damit zu Boden. Anschließend schnitt er beiden die Kehle durch. Nach dem Mord musste der Täter die Leichen in ihr Wohnmobil getragen haben. Dort hielt er sich noch eine Weile mit ihnen auf. Was er in dieser Zeit tat, ist unklar. Gegen 20 Uhr lenkte er das Wohnmobil dann weg vom Waldrand auf die Bundesstraße. Seinen Tatort hatte er nur spärlich gereinigt. Lediglich die Campingstühle hatte er zurück in das Wohnmobil gebracht. Seine verschossenen Projektile sowie ein Tischbein eines Campingtisches ließ er liegen. Der Täter fuhr mit dem Wohnmobil über die Bundesstraße und danach weiter auf die Autobahn. 300 Kilometer konnte er zurücklegen, ehe die Kontrollleuchte aufblinkte und ihm signalisierte, dass sich das Benzin dem Ende neigte. Daraufhin fuhr er nahe Nürnberg ab und parkte das Wohnmobil auf einem Wanderparkplatz in Nürnberg-Altenfurt. Der Ort war perfekt, denn von der Straße aus konnte man den Parkplatz nicht einsehen. Dennoch gab es Zeugen, die berichteten, dass das Wohnmobil gegen Mitternacht noch unbeschädigt auf dem Parkplatz stand. Doch nur eine Stunde später brannte es lichterloh und die Flammen erhellten den dunklen Nachthimmel. Die Polizei fand auf dem nahegelegenen Waldweg die Portemonnaies der Langendonks, ihre Führerscheine und ihre Kamera. Scheinbar war der Täter über diesen Weg geflüchtet. Er hatte auch versucht, den Film der Kamera zu zerstören. Warum er das tat, ist unklar. Alle Bilder konnten wiederhergestellt werden und auf keinem davon befand sich etwas Verdächtiges. Ebenfalls kann man nur mutmaßen, warum er die Sachen nicht mitverbrannte, sondern erst mitnahm, nur um sie dann ein paar hundert Meter weiter rücksichtslos auf einem Waldweg fallen zu lassen. Gegen 2 Uhr morgens ging ein Anruf in der Taxizentrale Nürnbergs ein. Bei dem Anrufer handelte es sich um den Täter. Er bestellte sich ein Taxi und ließ sich von dem Fahrer zum Hauptbahnhof in Nürnberg fahren. Der Taxifahrer konnte sich noch ganz genau an seinen Gast erinnern. Das braune Sakko, sein Hemd und die Krawatte ließen ihn zwar wie einen unscheinbaren und gepflegten Fahrgast wirken, aber sein Körpergeruch zerstörte das sonst so perfekte Gesamtbild. Der Mann mittleren Alters hatte ein markantes Gesicht und strähnige blonde, etwas längere Haare und er stank stark nach Schweiß. Auf Grundlage der Aussagen des Fahrers wurde ein Phantombild erstellt. Des Weiteren erzählte der Fahrer, dass der Mann einen österreichischen oder bayerischen Dialekt gehabt habe und die Taxirechnung mit französischen Francs bezahlte, weswegen er ihm auch so gut im Gedächtnis blieb. Am Nürnberger Hauptbahnhof angekommen, stieg der Täter in ein anderes Taxi um. Auch diesen Fahrer machte er direkt misstrauisch. Zunächst sagte er, dass er nach München gebracht werden wolle. Doch dann änderte er seine Meinung und ließ sich zurück in den Chiemgau fahren, zu der Stadt, in der er die Morde begangen hat. Die Aussagen des Fahrers über das Äußere seines Passagiers deckten sich mit denen des ersten Taxifahrers. Die gesamten 300 Kilometer über war der Mann sehr schweigsam. Auf halber Strecke bat er den Fahrer darum, an einer Raststätte Halt zu machen und für ihn eine Stadtkarte zu kaufen, da er angeblich sonst nur mit dem Zug unterwegs sei. Den Rest der Fahrt verbrachte der Mann vertieft in eben diese Stadtkarte. Leider war die Tankstelle, in der der Fahrer die Karte für den Mann kaufte, nur im Innenbereich videoüberwacht, weswegen man auf den Aufnahmen nur den Fahrer selbst sehen konnte. Um 5.10 Uhr ließ sich der Mann an der Bundesstraße 304 bei Matzing im Kreis Traunstein absetzen. Er zahlte anstandslos den Preis von 500 Mark für die Fahrt. Allerdings zahlte er dieses Mal in österreichischen Schillingen. Bevor der Taxifahrer losfuhr, sah er noch, wie der mysteriöse Mann im Wald an der Bundesstraße verschwand. Bis heute bleibt das Rätsel um den Mord im Chiemgau ungelöst. Trotz zwei identischer Zeugenaussagen, die den Täter beschreiben,
konnte er nie ausfindig gemacht werden. Es gab sehr viele Hinweise auf den Täter, aber der Polizei gelang es nie, ein Gesamtbild zusammenzupuzzeln. Kam der Täter aus dem Chiemgau? Lebte er dort, wo alles begann? Diese Vermutung liegt nahe, denn warum hätte er sonst genau in diese Stadt zurückgewollt? Andererseits deutet das Kaufen einer Stadtkarte darauf hin, dass er in der Gegend fremd war, ebenso wie sein Akzent und die ausländischen Münzen. Außerdem war Litzelwachen ein sehr kleines Dorf. Würde er aus der näheren Umgebung kommen, hätte ihn sicher jemand durch das Phantombild erkannt. Eventuell wollte er zu dem Tatort zurückkehren, um seine Spuren zu verwischen. Wenn das seine Absicht war, kam er allerdings nie dazu. Es stellt sich auch die Frage, ob der Mann einen Komplizen hatte. Warum hätte er sich sonst von dem Taxifahrer mitten an einer Bundesstraße im Nirgendwo absetzen lassen? Und wie war er zu Beginn an den Tatort gekommen? Hätte er sein Auto in der Nähe geparkt, wäre das sicher Passanten oder der Polizei aufgefallen. Das größte Rätsel war für die Polizei allerdings das fehlende Motiv. Warum mussten Harry und Truus sterben? Wollte er sie ausrauben? Warum hätte der Täter dann nach Opfern aus so einem abgelegenen Ort suchen sollen? Und durch die Kosten der Taxifahrten war das gesamte Geld, das er von Harry und Truus entwendete, bereits wieder ausgegeben. Außerdem war der Mord an dem Rentner-Ehepaar ein sogenannter Overkill. Obwohl die beiden bereits tot waren, schnitt er ihnen noch die Kehlen durch. Ein solch brutaler Mord deutet meist auf ein persönliches Motiv des Täters hin. Eventuell wollte dieser einfach ausprobieren, wie es sich anfühlt, zu töten. Oder aber er war ein Serientäter und wollte seine Mordlust befriedigen. Jedenfalls wirkte er den Beschreibungen des Taxifahrers nach sehr gelassen, als er sich mehrere Stunden lang mit einem Taxi durch Deutschland fahren ließ. Wäre dies sein erster Mord gewesen, wäre er vermutlich etwas aufgeregter oder unruhiger. Andererseits verhielt er sich auch sehr fahrlässig, als er Beweise am Tatort zurückließ und in Kauf nahm, dass die Taxifahrer sein Gesicht kannten. Das spricht meiner Meinung nach eher für einen ungeübten Mörder, dem Harry und Truus in die Fänge gerieten, da sie einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren. Möglicherweise kam der Täter aus dem Ausland, wohin er auch nach seiner Tat wieder zurückkehrte. Bei jeder dieser Theorien bleiben allerdings offene Fragen zurück. Denn hätte man eine Theorie finden können, die alle Fragen beantwortet, hätte man das Rätsel rund um den brutalen Mord im Chiemgau sicher schon lösen können. Und damit sind wir schon am Ende des heutigen Videos angelangt. Ein brutaler Fall mit sehr vielen Hinweisen zum Täter, aber leider doch nicht genügend, um ihn zu überführen. Es ist ein wirklich skurriler Gedanke, sich vorzustellen, dass der Täter seelenruhig stundenlang in einem Taxi gefahren ist, während er nur Stunden zuvor zwei Menschen das Leben nahm. Denkt ihr, es war seine erste und letzte Tat? Oder meint ihr, dass er danach noch einmal zugeschlagen hat? Und was könnte ein mögliches Motiv gewesen sein? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Mit nur zwei Mausklicks und ein paar Tastaturanschlägen unterstützt ihr diesen Kanal enorm. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.